Herzlich willkommen zum Mediale Energetik-Treff. Ich bin Oliver Erini, Astrologe und medialer Energetiker aus dem wunderschönen Linz und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Heute machen wir ein spannendes Thema durch auf der energetischen Ebene und zwar das Nervensystem. Es geht um die Überreizung, es geht um die Überflutung, um die Angespanntheit, die wir alle in uns tragen in dieser durchwachsenen Zeit, in diesem Auf und Ab, in diesem selten zur Ruhe kommen. Und da wollen wir unser Nervensystem jetzt einfach mal in die höchste göttliche Ordnung, in die höchste mögliche Ordnung bringen. Und die höchste mögliche Ordnung ist natürlich immer die Ordnung, die in deinem Rahmen während so einer Arbeit, während so einer Meditation hergestellt werden kann. Also du brauchst dich da jetzt nicht stressen, dass dein Ideal erreicht werden muss, sondern es arbeitet in deinem Rahmen. Und fürs Nervensystem eben, das ist eben ein sehr, natürlich sehr sensitives System und das wird sehr leicht überladen und überreizt. Und oft merkt man das auch gar nicht, wenn man unter Anspannung steht. Oder wenn das Nervensystem sehr herumfunkt. Natürlich merkt man körperliche Befindlichkeiten leichter. Aber es kann eben sein, dass man unbewusst ganz stark unter Anspannung steht. Ich hatte heute auch eine Sitzung mit einem Klienten, der gar nicht gemerkt hat, dass er angespannt ist. Der hat erst nachher gemerkt, er fühlt sich jetzt leichter. Und das waren eben so Anspannungen, die sind alle dann vom Nabelchakra ausgegangen. Und der war dann auch körperlich total verspannt. Gut. Dann schauen wir uns das jetzt mal an und bearbeiten mal so das Nervensystem durch. Und wir beginnen immer, wenn wir etwas sehr feinstofflich Schwingendes machen und auch körperlich machen, sollte man sich immer eine Hilfsenergie herholen und zwar einen Spezialisten. Das kann man sich so aus dem Energetischen vorstellen, also einen Spezialisten oder eine Spezialistin fürs Nervensystem. Und da würde ich mir eine Hilfsenergie herholen. Ob das jetzt in der Form eines Tieres, eines Engels, eines aufgestiegenen Meisters ist, das spielt eigentlich so gar keine Rolle. Also wichtig ist einfach, dass man sich vorstellt, da ist eine Hilfsenergie da und die unterstützt dich. Und das werden wir jetzt einfach gleich mal gemeinsam machen. Also schließ bitte mal deine Augen und atme mal tief ein und wieder aus. Und komm mal ganz zur Ruhe, komm ganz zu dir. Und erlaube dir mal, dass du jetzt deinen Platz einnimmst. Das heißt, absolut in deine Mitte gehst. Du kannst dir die Unterlage, auf der du jetzt sitzt oder wo du liegst, als das Zentrum eines Kreises vorstellen. Und du bist genau im Mittelpunkt dieses Kreises. Atme mal tief ein und wieder aus. Und nimm wahr, dass du im Zentrum des Kreises bist, in deiner Mitte. Und du bist heute hierher gekommen, hier in deine Mitte, hier in deine Ruhe, damit du ganz klar an deinem Nervensystem arbeiten kannst. Vielleicht spürst du Nervosität, vielleicht hast du irgendwo sogar ein Zucken oder so Nervenzittern. Und genau das wird heute bearbeitet. Und du musst das nicht alleine machen. Du lädst jetzt zu dir in deine Mitte eine Spezialistin, einen Spezialisten, eine Hilfsenergie für dein Nervensystem ein. Spezialist, Spezialistin für deine Nervenenergie. Und du atmest jetzt mal tief ein und wieder aus. Und du erlaubst dir, diese Hilfsenergie jetzt wahrzunehmen.
Spür einfach mal die Präsenz dieser Hilfsenergie. Und diese Präsenz verspricht dir Heilung, Ruhe, Ausgleich und Frieden. Diese Präsenz verspricht dir absolute Entspannung und die höchste Heilfrequenz für dein Nervensystem. Und in dieser Frequenz und an dieser Frequenz kann sich jetzt dein Nervensystem inspirieren. Also ganz egal, wie du dein Nervensystem jetzt empfindest, wahrscheinlich empfindest du es etwas angespannter als die Hilfsenergie. Aber genau an dieser höchsten heilenden Energie für dein Nervensystem kann sich jetzt dein Nervensystem orientieren, inspirieren, lernen, wachsen und sich entfalten. Atme nun mal tief ein und wieder aus. Nochmal tief ein und wieder aus. Und gib dir mal genau die Zeit und den Raum, die du benötigst, dass sich dein Nervensystem an dieser Hilfsenergie inspiriert und mit ausgleicht. Spüre mal, wie du ruhiger wirst, wie sich deine Nervenbahnen entspannen, wie ganz viel Druck aus deinem System abfließt. Dies ist dein innerer Druck und dieser Druck löst sich jetzt. Du erlaubst jetzt dem inneren Druck einfach mal die Erlaubnis zu geben, dass er abfließen kann auf jeder körperlichen Ebene. Ob es bei deinen Augen ist, bei deinem Herzen ist, beim Darm ist, überall dort, wo Stress ist, wo aufgestaute Energie ist, erlaubst du dir jetzt, diesen Abfluss herzustellen. Und du spürst, dass der Druck in deinem Nervensystem weniger wird und nachlässt. Nun kommt eine zweite Hilfsenergie zu dir in dein Zentrum, und zwar die Energie des Lösens von Manipulationsenergien, das Lösen von Manipulationsenergien. Das wäre dann Stress, der von außen erzeugt wird. Stress, der von außen erzeugt wird. Druck, der von außen aufgebaut wird und der eigentlich nicht dein Druck ist, sondern der Druck von anderen. Ich habe keinerlei Verantwortung für den Stress, den Druck im Außen. Ich bin einzig und alleine für meine Emotionen verantwortlich. Ich bin einzig und alleine für meine Emotionen verantwortlich.
Du spürst jetzt, wie sich diese Manipulationsenergien lösen. Und du spürst, wie dein Nervensystem, vor allem auch um deine Kopfgegend herum, beim Gehirn herum, inspirierter wird. Wie dein Kopf heller wird. Wieder neue Ideen einfließen können. Wie alte, aufgestaute Manipulationen sich mehr und mehr lösen. Atme tief ein und wieder aus. Und erlaube jetzt den Fluss dieser Energie. Und spüre mal den tiefen Frieden, die tiefe Heilung. Wie sich dein Nervensystem in die höchstmögliche Ordnung sortiert. Von oben nach unten, von vorne nach hinten, von hinten nach vorn. Auf allen Ebenen entspannt sich dein Nervensystem. Und du erdest dich mehr und mehr und kommst immer weiter. Du kommst immer höher hinauf jetzt in höhere Schwingungen und merkst, dass dein Nervensystem nun mit dem ewigen Licht verbunden wird. Mit deiner Inspiration, deinem höheren Selbst, deinem Licht. Sehr gut. Und du kannst auch wahrnehmen, dass um deinen Solarplexus jetzt immer mehr Entspannung entsteht, dass die Hilfsenergien, sowohl das Lösen von Manipulationsenergien als auch das Lösen so deines inneren Stresses, dass diese Energien sich jetzt vereinigen und deinen Solarplexus putzen. Und alle damit verbundenen körperlichen Organe, im Magen, Darm, Leber, Milz, Bauchspeicheldrüse, Galle, all das wird nun gereinigt. Und du atmest jetzt mal tief ein und wieder aus und spürst die Ruhe und die Entspannung. Und du spürst, dass dein Nervensystem absolut in der Mitte ist, absolut in die höchste Schwingung geraten ist. Und du kannst dich nun nochmal dazu entscheiden,
immer in deine Mitte zu gehen, in die Mitte des Kreises und dort Hilfsenergien anzurufen, die dir helfen, dein Nervensystem zu entspannen. Innerer eigener Stress, der durch deine Lebensweise, dein Verhalten verursacht wird, und der äußere Stress, der manipulative Stress, der von außen Druck erzeugt, den du loslassen kannst. Bedanke dich jetzt bei den beiden Hilfsenergien, die dich während deiner Reise unterstützt haben. Sehr gut. Wenn du dich jetzt bedankt hast, dann atmest du nochmal tief ein und wieder aus, spürst nochmal diese tiefe Ruhe und Entspannung. Nimm mal wahr, wie weich und angenehm dein Nervensystem jetzt ist. Nimm mal wahr, dass sämtliche Schmerzen und Anspannungen abgeflossen sind. Und du bleibst in diesem Gefühl, streckst dich mal durch, bewegst deinen Körper und kommst dann ganz in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Atmest nochmal tief ein und aus und kannst dich an alles erinnern, was während dieser Reise geschehen ist. Ja, spür einfach nochmal rein in deinen Körper, in den Fluss des Nervensystems. Und du kannst diese Übung natürlich wiederholen, wenn du das Gefühl hast. Und das macht durchaus Sinn, die immer wieder zu machen und auch öfter zu machen. Und beim nächsten Mal, wenn wir uns dann ums Hormonsystem, geht es dann ums Hormonsystem, das sind jetzt einfach so feinstoffliche Körpersysteme, die man in dieser Zeit gut durchreinigen sollte. Okay, dann wünsche ich dir eine gute Zeit. Lass mir einen Daumen hoch da, teile das Video, abonniere meinen Kanal und ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder im wunderschönen Linz, vielleicht bei einer Sitzung oder bei einem Workshop. Tschüss und alles Gute.